Die Sonne ist untergegangen. Nicht in Kärnten, nicht Jörg Haider bzw. Stefan Petzner stehen heute am Beginn unserer Sendung. Auch in Nordkorea nannten sie ihn die Sonne, den so rätselhaften wie irren Diktator Kim Jong-il. Nun ist der Despot tot. Kommt jetzt die Sonnenfinsternis oder doch eine Morgendämmerung im Land, das er an der Atombombe bastelt oder sie sogar schon hat? Guten Abend bei der ZIP24 mit diesen Themen. Der nächste Kim, nicht einmal 30 Jahre alt, Führer einer der größten und gefährlichsten Armeen der Welt samt Atom- und Chemiewaffen, Kim Jong-un. Kann das gut gehen? Im Studio ist der Nordkorea-Experte Ottmar Höll. Die nächste Gemeinheit, ein Geheimpapier mit 15 neuen Steuervarianten, sorgt für Aufregung bei SP und ÖVP aus verschiedenen Gründen. Der nächste Ritt des Marcel Hirscher, er übernimmt die Weltcup-Führung und das nach einem schweren Sturz. Was